Schlechtes Wetter heute. Sollen wir ein Spiel spielen? Boah, was denn für ein Spiel, Alter? Na, das Biochemie-Spiel zum Beispiel. Biochemie-Spiel. Ja, das Spiel zur Grundvorlesung mit 110 Fragen. Ey, klingt voll wild. Ja, aber auf jeden Fall. Da haben wir ein Spielbrett und wir bewegen unsere Spielfiguren entlang des Periodensystems der Elemente. Und dann gibt es einige schöne Fragenkärtchen hier drin. Und wir bilden zwei Teams, nämlich du gegen ich. Und abwechselnd stellt ein Team eine Frage und das zweite antwortet. Und das antwortende Team, das darf sich einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und der Fragensteller, der wählt dann die entsprechende Frage nach diesem Schwierigkeitsgrad aus. Bei richtiger Antwort darf man Punkte vorrücken und bei falscher Antwort, da muss man wieder entsprechend zurückgehen. Und das Ganze ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern auch eine Frage des Glücks. Denn die Punkte, die man da vor oder zurück muss, die berechnen sich als Schwierigkeitsgrad mal ein Faktor. Der Faktor hängt davon ab, auf welchem Feld man gerade steht. Also, alles klar, du fängst an. Okay, dann gib mal Level 4. Sehr gerne. Ein Affe, der trainiert wurde, wahllos Tasten auf einer Tastatur zu drücken, wird nach statistisch 10 hoch 40 Anschlägen einen Satz aus Shakespeares Hamlet schreiben. Me thinks it is like a weasel. Mir dünkt, sie sieht aus wie ein Wiesel. Mit einer Software, die richtige Buchstaben festschreibt, wird der Affe für diesen Satz im Mittel nur 2500 Anschläge brauchen. Was hat das Infinite Monkey Theorem oder das Typing Monkey Analogon mit der Faltung von Proteinen zu tun? Uff, macht ja mal gar keinen Spaß. Leute, spielt das nicht. Zum Beispiel in der App oder unter nh2-stefan-coh.de. Aua!